Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Livestream auf Twitch. Tatsächlich hat es geklappt. Ich hatte jetzt 2 Tage kein Internet. Oh Gott, war das schlimm. Und jetzt habe ich wieder Internet. Ich kann wieder streamen. Ich kann wieder runterladen. Ich kann wieder Serien gucken auf Netflix. Ich kann wieder online spielen. Ja, alles Mögliche. Und ich kann natürlich auch einmal die O7 in die Gegend posaunen. Herzlich willkommen an alle, die heute mit dabei sind. Natürlich auch der Ossel. Oh, der Osler hat sein Mikrofon noch nicht an. Ich merke das schon. Ich sehe kurz mal, ja, ich sehe, dass er tatsächlich sein Mikrofon... Hat. Ja, da ist er! Jawoll! Ja, was wäre das ohne technische Probleme, Alter? Ja, bei mir hat es heute so gut geklappt, Alter. Jetzt kommst du wieder da quergeschossen und weg. Ne? Naja, komm, ja, war nicht so schlimm. Kriegst ein E-Moll von mir. Danke. Oder was willst du noch haben? Kriegst noch einen Akkord. Darfst du einen aussuchen? Ah, warte, ich habe mir heute eine App geladen, extra damit ich mitmachen kann. Das gilt ja nicht. Die Apps, die machen das alle selber. Du musst das schon selber E-Moll greifen. Da machen E-Moll. Achtung, pass auf. Ja, E-Moll habe ich doch, gerade eben. Na, der ist ein bisschen anders gestimmt. Nein, der spielt die andere Töne als der du. Der ist ungefähr einen Halbtonschritt runter, glaube ich. Sag mir noch einen anderen. Sag mal ein E-Moll. Das war ein E-Moll. Was soll ich noch machen? Das ist der einfachste Akkord. Normalen C-Dur. Bitte der einfachste Akkord ever für die Leute, die vielleicht Gitarre lernen möchten. Das hier, Miniaturgitarre. Das sind hier die 2 unteren. Muss man einmal greifen. Hier und hier. Hat man den E-Moll. Der einfachste. Außerdem auch die Basis aller Power-Chords. Ja, Power-Chords sind sehr wichtig im Metal. Sehr wichtig. Ach, nicht nur im Metal. Auch im Pop. Auch im Pop, ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Schade, so, bei mir welchen wolltest du noch hören? C-Dur. C-Dur ist ein schwierigerer. Ja, der geht so. Warte mal. Kann man das überhaupt sehen? Ich weiß es gar nicht. So, mein Wurstfinger. So, mitschreiben, genau. Ja, heute gibt es Gitarrenstunde. Kann man auch gut machen, ja. Von E-Moll auf C-Dur ist eine Terz nach unten. Das geht immer sehr gut. Das klingt sehr episch, ja. Das kann man weitermachen. Man kann das immer weiter runter machen. Zum Beispiel jetzt A-Moll. Und dann F. Und dann D. Das kann man immer weitermachen. Und dann hat man so ein Gefühl, dass immer weiter ein Tor aufgeht. Ein Himmelstor. Eine neue Pforte eröffnet sich. So. Ich schau mal in den Chat rein. Gitarrenstunde passt gut, kann ich gerade gut gebrauchen. Danke, Rumpi. Ja, sehr gerne, ja. Die rechte Hand, die werde ich dann das nächste Mal zeigen, wie die geht. Erstmal sind wo wir hier denn bei jetzt den hier, Griffen. Wo ist mein Stift denn? Ah, hier. Ach so, ich war noch dabei, was zu importieren. Hohes C ist lecker. Lieber Kreafair, das hohe C hat nichts mit Musik zu tun. So, ich kann entweder ein T-Shirt heute machen, nix da, erst wird gezockt. Jetzt noch ein Barré-Akkord. Ja, Barré wäre F, ne? F ist ein Barré, das ist... Warum bist du geil? Hier, wenn man... Soll ich zum Maul halten oder was einfach? Ja, du bist schon wieder ganz vorne, wir sind bei der Gitarrenstunde. Wenn man diesen also, Finger, ja, das ist der... WB Internet, freue mich schon auf deine intellektuellen Themen. Oh ja, intellektuelle Themen. Haben wir heute welche? Intellektuell? Ich doch nicht. Also Barré ist, wenn man diesen Finger, ja, den Ohrfinger, ja, einmal anlecken und dann ins Ohr des Nachbarn stecken in der Schule. So, wenn man den nimmt, ja, und dann hier drauf einmal komplett rüber und dann noch die anderen Finger nimmt, um dann wieder etwas anderes draus zu machen. Zum Beispiel so. Das wäre ein Barré. Ossel wird ausgegrenzt. Nein, das wollte ich nicht. Das ist der Finger. Das klang echt so, als wärst du gerade vom Mikrofon auch weggegangen. So. Ja, bitte. Wie geht's dir, Ossel? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's wieder gut. Ah, du warst krank, richtig schwer krank. Naja, was heißt richtig schwer krank? Ich war ja eigentlich, ich habe ja einen Livestream ausfallen lassen müssen. Dann ging es mir wieder und dann kam so ein BAM, so ein Rückfall. Und der war schlimmer als der erste, aber das hatten ganz viele irgendwie. Ganz merkwürdig. Ja, ich hörte davon. Ja, ne? Ja. Soll ich ein bisschen Metal anmachen?
Ja, ach Mensch. Unten. Zwei unten. Fällt unten. Den ja. Das sind übrigens Aorta. Oh, geil. Ja. Demo 1. Oh, finde ich, find ich einen geilen Namen und passt auch sehr gut zur Musik. Ja. Stille Omen. Ganz so still sind sie nicht. Uschi Gras. Uschi Gras steht bequem. Das freut mich natürlich sehr. Vielleicht kann die mir mal ihre neue Nivea-Kollektion vorbeischicken. Dann wäre ich vielleicht besser in LOL. Die hat doch so Gesichtscremes verkauft mal in der Zeit lang. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht. Ach, wer weiß das schon. Ich glaube schon. So, Teufel auch. Ich habe hier meine Fresse bildfüllend auf dem Schirm. Ist das nicht hervorragend? Ja, ist doch cool. So, hier wird gerade gefragt von Los Dolos Locos, ob der Chemiker wieder mal irgendwo anders übernachtet. Und zwar, der Chat springt immer so. Übernachtet der Chemiker wieder im Labor? Fragezeichen. Ja, so ungefähr. Ja, der Silbernitrat. Ja, Wo ist der? Der ist in England, der gute Mann. Ja, der hat sich auch komplett auskuriert und arbeitet jetzt. Er arbeitet, sagt er, und hat mir ein paar Bilder geschickt, ja. Hier ist. Oh, ich muss mich hier mal hinsetzen, so. Das ist. Warte mal. So. Das da. ist der Silbernitrat. Ja. Das ist der Silbernitrat. Warte mal, dazu müsste ich fast eine andere Musik anmachen. Was ist denn das für eine Musik bei Löwenzahn immer? Aber wie nennt man das Genre? Sendung mit der Maus. Boah, das weiß ich nicht. Jazz. Free Jazz. Jazz? Tonmusik. Nee, never. Oh, das war sehr gut, ja. Das ist der Silbernitrat. Der Silbernitrat ist in England. Klingt komisch, ist aber so. Der Silbernitrat wohnt auf einem Schloss und hat einen roten Porsche. Kann man gar nicht so glauben. Klingt komisch, ist aber so. Der Silbernitrat... Stimmt aber nicht. Der Silbernitrat kauft sich für sein ganzes Geld ein teures Auto und hat keine Anziehsachen mehr. Ja, so, das wäre jetzt. damit wären wir jetzt. Vielen Dank, Naracho. Naracho? Das klingt ja wie so ein Indianername, Naracho, finde ich. 395. Ja, auf jeden Fall. Für bequem stehen. Oh, 6,66 Euro. Oh, das ist eine gute Zahl. Hoshifi. Hoshifi hat das geballert. Und ja, genau, der ist in England und verlustiert sich da mit Models, hat er gesagt. Der macht irgendwie Aufnahmen mit denen. Das fragt man sich wieder, was das... sieht sehr gefotoshoppt aus. Nein, das ist nicht gefotoshoppt. Das hat er heute Mittag gemacht, ja. Der Silbernitrat steht immer so unnatürlich in der Gegend herum. So. Juhu, Rumpel, auf die Idee Twitch... Hätte man ja mal kommen können, habe dich seit LPT nicht mehr live gesehen. Was? Dabei sind wir schon bei Nummer 38 oder so, beim 38. Livestream. Das dauert nicht mehr lange, dann haben wir hier auch die 100. Sendung, die wir dann machen können. Der Porsche könnte mir auch gefallen. Ja, ich habe letztens jemanden, mit meinem Bruder habe ich gequatscht. Anarcho, hallo. Sehr schön, vielen Dank. Mit meinem Bruder habe ich gequatscht und... hat mir gesagt, sein Chef hat sich einen alten Porsche irgendwann mal gekauft und der sei inzwischen im Wert verdoppelt. Geil. Naracho, Rumpel, du bist super, ich freue mich, dass es dich wieder, dass es dir wieder gut geht und du wieder streamst. Dass das DASS, das wurde ausgeixt automatisch, weil da S drin vorkommt. Hä? Das muss ich das raffen? Ja. Nee, oder? Nee, hier von den Anzeigen. Immer wenn über die Twitch-Alerts irgendwie so eine Nachricht hier reinkommt, dann wird der Text geparst, ob irgendwelche bösen Wörter dabei sind und die werden dann mit so Sternchen versehen. Fuck. Und S, oder? S und Ös gehören schon dazu, oder wie? S auf jeden Fall. Aber Ös weiß ich nicht, aber S auf jeden Fall. Weil S heißt ja Arsch. Ja, das verstehe ich. Das ist geil, ich brauche eigentlich gar keine Musik mehr einzuspielen. Klopsi!
Schön. Vielen Dank fürs bequem Stehen. Genau, also wo waren wir jetzt gerade? Genau, bei Silbernitrat und seinen Bitches. Der Silbernitrat, nee, stimmt gar nicht. Bei dem Porsche von dem Chef von meinem Bruder. Er meinte auf jeden Fall, der Wert sei, hätte sich verdoppelt, obwohl der ja schon ein alter Porsche ist. Also anscheinend heutzutage in Krisenzeiten, die wir ja wirklich definitiv haben, ja, sind alte Autos steigen im Wert. Zumindest von Porsche. Ja, aber ich habe mir aus genau diesen Gründen auch mal eine Stratocaster gekauft. Auch um die dann später wieder zu verkaufen als Geldanlage? Na, im Moment erstmal noch zum Spielen, aber unterm Strich, ich wollte mir damals schon eine gebrauchte kaufen und irgendwann werde ich dann berühmt und dann unterschreibe ich da drauf und dann kannst du die bei eBay vertickern für ein paar Millionen. Genau, genau. Nee, aber weil ich mir da eine gebrauchte kaufen wollte und die war tatsächlich so teuer wie eigentlich eine neue. Und dann habe ich gedacht, ja, hier, scheiße. Hab mir eine neue gekauft und habe dann gedacht, na gut, dann verkaufe ich die auch in 30 Jahren. Weil so eine Gitarre muss ja einschwingen, das weißt du ja. Jetzt, wo wir schon mal bei Gitarre sind, mache ich vielleicht bei den theoretischen Part. Also Gitarren, da ist das Holz ganz wichtig. Und je älter eine Gitarre ist, auch gerade akustische Gitarren, nicht wahr? Die müssen erst einschwingen. Und wenn die älter sind, diese Modelle, dann klingen die auch geil. Also bei guten Gitarren. Bei schlechten Gitarren, da möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. So, das war mein theoretischer Teil. Ich habe gerade pantomimisch deine Ausführungen begleitet. Verarsch mich, der Rumpel. Nein, wirklich, habe ich gerade gemacht. Ist ja gut, kannst du ja auch machen. Ja, pass auf, hier schreibt Kapitis Damno, mein Großonkel hatte früher mal einen 190er SL für einige tausend Mark gebraucht gekauft. Der ärgert sich heute noch, dass er den wieder verkauft hat. Heutiger Wert 100.000 Euro. Also es kann durchaus eine Geldanlage sein, aber ich glaube, es ist schon eine riskante Geldanlage, oder? Also ich meine, du hast es jetzt mit der Stratocaster gemacht, aber ich glaube schon, dass es eine riskante Sache ist. Also ich glaube, gerade so Porsche oder irgendwelche anderen Marken, die sind... Ich meine, es ist wahrscheinlich schon wahrscheinlicher, dass ein Porsche irgendwie an Geld gewinnt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass früher oder später das auch bestimmten Geschmäckern unterliegt. Also dass halt irgend sowas wie ein Porsche plötzlich wieder in Mode kommt, dann ist der halt mehr wert und dann plötzlich wieder nicht mehr oder so. Ja, ich glaube, also in gewisser Weise hast du natürlich recht, aber ich glaube, da spielen auch wirklich andere Faktoren eine Rolle. Und zwar zum Beispiel, ob so ein Ding gehypt wird. Ja. Also das. Aber so gerade wenn irgendwas alt ist und dann nochmal wieder an Wert gewinnt, dann ist es ja kein Hype, sondern das ist ja eher so eine Mode oder so eine Modeerscheinung, oder? Also ich habe zum Beispiel, also es war in der Zeit mit der Stratocaster, wo ich mitbekommen habe, dass ein Japan-Imitat mal so geil war, dass es besser klang als ein Original Stratocaster. Und dass die Dinger, die eigentlich ein Nachbau waren, die einem aus Japan quasi hinterhergeschmissen wurden seinerzeit, dann mehr wert waren als eine Stratocaster selber. Erzähl das mit einer ein bisschen mystischeren Stimme, bitte. Ach so, aber die Geschichte ist ja jetzt vorbei. Schade, das hättest du vorher sagen müssen, dann hätte ich das vielleicht noch hingekriegt. So, Nyanko Matatabi schreibt Fleisch, Ausrufezeichen. Und damit hat er natürlich recht. So. Doch, stimmt. Seltenheit spielt eine große Rolle, zum Beispiel VW-Bullis. Ja. Aber VW-Bullis, sind die so selten? Ich finde immer, dass man die immer noch sehr häufig sieht. Die ganz alten vielleicht, ja. Weiß ja nicht. Rumpel, du bist bei mir asynchron. Hab alles versucht, guck's übers Tablat. Tablet. Ich weiß nicht, warum ich asynchron bin. Bin ich bei anderen auch asynchron? Muss ich mal in die Runde fragen. Aber eigentlich sollte ich nicht asynchron sein. Ich sollte eigentlich on the point sein. Ja, sagt man das so? In eurem Jargon, im Fachjargon. Fachjargon. Ja. So. Kommen wir zum ersten Thema. Der deutsche Computerspielpreis ist wieder verliehen worden. Und wieder mal ein paar deutsche interessante Games auch dabei gewesen. Hast du dir irgendwie angeguckt? Ich weiß, Pete Sweet war, glaube ich, auch dort. Der Peter hat auch ein Interview gegeben, soweit ich das mitbekommen habe. Es ist ja immer wieder interessant, was da passiert, denn die deutsche Computerspiellandschaft ist noch nicht so divers, wie sie vielleicht sein könnte. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich ja jetzt dann auch irgendwann so ein bisschen hineindrängen.
ein bisschen asynchron, sagen andere. Nö, du bist perfekt. Dankeschön. Hörst du gern, ne? Ja. Du bist erotisch. Erotisch. Na, guck einer an. Ich hab's ja schon vom Hören ja die Schnauze voll. Sauerrumpel, ey. Ah, ja, der Peter hat's gemacht. So, das heißt erotisch. Also, irgendwie scheint da was mit deinem Tablet dann nicht ganz richtig zu sein. Denn ich bin bei den meisten tatsächlich dann doch recht synchron. Auf jeden Fall. Der Deutsche Computerspielpreis. Gucken wir uns doch mal an, was da so reingekommen ist. Denn die meisten Spiele werden wir natürlich auch kennen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Preisträger. Ich schaue mir jetzt die Preisträger an. Das beste deutsche Spiel ist Lords of the Fallen. Habe ich noch nicht gespielt. Hast du schon gespielt? Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe es auch gelesen tatsächlich. Ja, Lords of the Fallen ist auch echt grafisch, also absolut verdient, finde ich. Und ich glaube, es hat auch viel vom Gameplay her Spaß gemacht. Ich glaube, bei den LPs ist es insgesamt nicht so gut gelaufen. Nicht so gut wie zum Beispiel Bloodborne oder auch Dark Souls 2, mit denen man das ja durchaus vergleichen kann vom Gameplay her. Aber grafisch ist das einwandfrei. Deck 13 ist die Computerspielfirma und leider haben die aber nicht den Auftrag für Lords of the Fallen 2 bekommen. Komisch. Ja, trotzdem was haben wir insgesamt, ich glaube, 105.000 Euro eingeheimst bei dem Preis, weil die ja da zweimal gewonnen haben. Einmal als bestes deutsches Spiel und einmal noch irgendwas. Das werden wir gleich noch sehen. Was ist mit Ori? Die sind das auch eine deutsche Firma. Oder eine österreichische, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Aber dann werden sie österreichisch werden, dann werden sie ja nicht das deutsche Spiel. Ach so, dann sind die auch vielleicht gar nicht da gewesen, aufgrund genau dessen. Herr 05, Lords of the Fallen kommt nicht an Dark Souls ran. Weiß ich nicht, also es ist halt ein bisschen casualiger, glaube ich, als Dark Souls, nicht ganz so schwierig. Aber es war grafisch schon erste Sahne, glaube ich. Bei allen anderen Streams klappt es aber einwandfrei. Vielleicht ist da heute irgendwas verkehrt bei dir über Black Metal Lisa. Vielleicht musst du nochmal neu starten oder so. Also, bestes deutsches Spiel, wie gesagt, Lords of the Fallen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich fand das grafisch immer sehr, sehr geil eigentlich. Und dann, das hat mich auch gefreut, bestes Kinderspiel Fire, The Delic Entertainment, habe ich hier auch noch rumliegen. Werde ich auch nochmal anspielen in einem Twitch-Livestream, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich die Grafik auch extrem nett fand. Auch wenn es ein Kinderspiel ist, ich bin ja auch immer so ein Kind irgendwie noch und ich mag ja so verspielte kleine grafische Sachen. Insofern, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal anspielen und sowieso, da wollte ich gleich noch drauf kommen, es wird ja mehr Twitch geben. Insofern, das wäre mal ein ganz gutes Spiel für das Angespielt-Format. Fire! Ein Point-and-Click-Adventure. Dann haben wir bestes Jugendspiel. Tree of Friendship and Madness, das hat mich auch gefreut, dass die dran gekommen sind. Tree ist auf jeden Fall auch ein, soweit ich das jetzt richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das sind zwei Leute gewesen, ich weiß gar nicht, ob die auch zusammen gewesen sind sogar, aber das waren Studenten, ein Mann und eine Frau, ich weiß nicht, ob das ein Pärchen gewesen ist oder nicht. Aber die haben das gemacht und die haben da relativ lang dran gearbeitet und so und ich habe damals schon das allererste Demo oder so, irgendwie hatte ich schon gesehen, als Leute darüber geschrieben haben und so, fand das schon interessant. Es hat mich sehr gefreut, dass die hier auch dabei gewesen sind. Kann man sich ruhig mal angucken, Tree of Friendship and Madness, gibt es auch auf Steam, soweit ich weiß. Serious Game, Utopolis, Aufbruch der Tiere, das sagt mir jetzt leider gar nichts, da habe ich überhaupt nichts mit, kann ich nichts mit anfangen. Dann hier bestes Mobile-Spiel, leider auch nicht, das kenne ich auch nicht, aber bestes Nachwuchskonzept in Between von einem Studententeam. 1, 2, 3, 4 Studenten haben das gemacht. Und zwar aus Trier. Und das fand ich sehr interessant auch. Und ich habe mir das mal angeguckt, weil ich kannte das noch nicht, in Between. Ein sehr eigener Artstil auf jeden Fall. Und da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. Weißt du, was das für ein Studiengang ist? Oder habe ich das jetzt noch nicht mitgekriegt? Hochschule Trier steht hier nur. Kann ja alles sein. Ich weiß, dass sie eine Designfakultät haben. Da habe ich mich nämlich damals mal beworben. Ich finde, also das wird gleich nochmal interessant. Ich finde so ein bisschen, dass wir, Meltington, heute werden wir auch Kies herumschmeißen, aber erst später. Ich finde so ein bisschen, dass das Gameplay, also das kennt man schon irgendwie so ein bisschen, zumindest vom Anfang.
Ich habe jetzt nur die ersten zwei Welten oder zwei Puzzle angespielt und wir wollen da gleich nochmal reingucken und ich glaube, da ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr zu holen. Insofern, das wird auf jeden Fall ein interessantes Game und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Denn ich bin ja immer derjenige oder mich interessiert das immer, wenn irgendwie Indie-Firmen oder Studentenfirmen irgendwie neue Ideen rausbringen, neue Spiele rausbringen und deshalb bin ich natürlich da direkt drauf angesprungen. Dann haben wir noch The Last Tinker, City of Colors. Das Spiel habe ich auch schon gespielt und mir angeguckt. Bestes Game Design. Das ist eine der wenigen Punkte, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also The Last Tinker ist ein sehr bunt gehaltenes Third-Person-Jump'n'Run. Ich fand es vom Gameplay leider nicht so berauschend, auch für Kinder jetzt nicht so. Also es war so ein Kinderspiel. Ich fand es ehrlich sehr... sehr linear, zumindest das, was ich bisher spielen konnte. Es ist ganz nett gemacht, keine Frage, aber jetzt bestes Game Design, da hätte ich was anderes, glaube ich, erwartet. Aber na gut. Beste Inszenierung, da ist nochmal Deck 13 mit Lords of the Fallen dabei. Und beste Innovation, das sagt mir auch gar nicht, das Spiel des Friedens, würde ich gerne mal sehen, ist aber im Landesmuseum für Kunst und Kultur ausgestellt. Insofern glaube ich nicht, dass ich da so ohne weiteres hinkommen könnte. Wer also in Münster ist, der sollte das sich ruhig mal angucken. Außerdem gibt es noch den Publikumspreis für Dark Souls. Sehr ironisch finde ich, dass wir einmal... Dark Souls als Publikumspreis haben und dann zweimal Lords of the Fallen tatsächlich im Jurypreis. Und dann noch, das hat mich auch so ein bisschen überrascht tatsächlich, kommt hier bestes internationales Spiel, This War of Mine. Und da frage ich mich gerade so ein bisschen, hier, die sind nochmal mit beste internationale neue Spielwelt. Internationale Spielwelt, das kann ich nachvollziehen bei This War of Mine. Bestes internationales Spiel, The War of Mine, kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand The War of Mine ein sehr interessantes Konzept und fand es auch sehr, sehr ganz gut durchgeführt, sage ich jetzt mal. Aber es hat mich nicht vom Stuhl gehalten, es konnte mich nicht richtig packen. Und als Antikriegsspiel auch nicht ganz. Ich habe ja damals, glaube ich, sogar 6 oder 8 Folgen aufgenommen von This War of Mine, habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, das zu veröffentlichen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Spiel nirgends hinführt so richtig. Und das ist eins der großen Probleme, wenn man schon so ein Thema aufmacht und dann eigentlich nur eine Simulation hat, die aber irgendwie ins Nichts verläuft. Ja. Hast du das mal gespielt, This War of Mine? Nee. Sagt dir das irgendwie was? Ich habe bei dir auf dem Kanal mal, glaube ich, drüber geguckt, aber ich könnte dir nicht mal mehr sagen, worum es da ging. Weil ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nur gesehen. Also, ich hab's nie gespielt auf meinem Kanal. Insofern, also, ich glaube nicht, dass du was da gesehen hast. Hast du nicht? Ach, du hast Sachen aufgenommen, hast du gesagt. Ja, ich habe es aber nie veröffentlicht. Ach so, aber dann haben wir drüber gelabert oder irgendwie sowas. Ja, also hier schreibt jemand, warum wohl Book of Unwritten Tales nicht nominiert war. Das ist so schön. Janika, vielen Dank. Ich hab's ja. Guten Abend. Hol 7. Genau, also kann ich auch nicht nachvollziehen, ja. Ich hätte ja auch Book of Unwritten Tales auf jeden Fall hier irgendwie sehen können. Aber man weiß es nicht. Vielleicht hat King Art sich nicht beworben oder so. Das kann auch sein. Man muss hier, glaube ich, selbst sein Spiel einreichen. Da kann es viele Gründe für geben. Jedenfalls, das fand ich ganz... also This War of Mine und dann auch Tinker, The Last Color oder irgend sowas. Das hätte ich jetzt, The Last Tinker, City of Colors, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber die anderen fand ich durchaus ganz gut und ich meine, wir haben echt teilweise schon ganz schön fette Spiele auch in Deutschland, die hier entstehen. Also das finde ich ja ganz cool und Lords of the Fallen ist auf jeden Fall noch ein Spiel, was ich unbedingt mal spielen möchte und was auf meiner Liste ist. Aber lass uns doch mal zu In Between gehen. Gently Mad heißt die Gruppe, die das gemacht hat. Die nennen sich auf jeden Fall so. Und In Between, ein Handcrafted Platformer. Hast du Bock, da mal kurz reinzuspielen, Otto? Ja, ich speichere eben noch. So, speichern auf den Desktop. Spielst immer du, alles auf dem Desktop. Zeigst du jetzt doch was heute? Ja, ich habe meine Fresse abfotografiert und habe ein bisschen... Und überzeichne die jetzt. Ich kann es dir nachher mal schicken, kannst du mal gucken. Sehr gut. 04 23. Ne? Der 23. Ach du Scheiße. Speichern. So. Ich darf heute übrigens nicht spenden, sagt der Murphington und tut das natürlich. Bist du ein böser Murphington?
So. Also, wir gucken mal einfach rein in Between, heißt